3W. Zukunft digital. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute tauchen wir zusammen ein in die Webseite des GYMU, Gymnasium und Fachmittelschule Oberaargau. Diese Seite besticht mit einem super und schön gestalteten Layout. Wie bei den meisten Schulen muss auf dieser Seite recht viel Informatives Platz haben. Das sieht man schon nur an der Navigation an. Die hat mehrere Stufen. Je nach Menüpunkt kommt man auf 4 Stufen. Auch diese Seite kann wie alle unsere Seiten selber bewirtschaftet werden. Da gehen wir jetzt gerade noch etwas genauer drauf ein. Der Kunde kann zum Beispiel beeinflussen, was auf der Startseite in diesen 3 Boxen erscheint. Das sehen wir im Backend hier unter Startseite. Da seht ihr die 3 Boxelemente, die gerade noch eingestellt werden können, welche Farbe die sollen haben. Damit jetzt aber zum Beispiel bei Aktuelles nicht jedes Mal eingegeben werden muss, was man für News hat, wird das automatisch vom Blog eingeladen. Wenn wir im Backend mal in den Blog gehen, sehen wir, dass hier zum Beispiel die Abschlussprüfungen 2022 drin sind. Bei diesem Beitrag kann der Benutzer den Inhalt selber zusammenstellen und auch PDFs und andere Daten zum Download reinladen. Und er kann angeben, was der Beitrag alles für Kategorien hat. Wenn er die Kategorie Startseite auswählt, erscheint der Beitrag automatisch unter Aktuelles auf der Startseite. Wenn wir jetzt mal den Beitrag Parkkarten anschauen, hat der die Kategorie nicht und erscheint somit auch nicht auf der Startseite. Wir schauen uns jetzt mal etwas genauer an, was es heisst, eine Seite zu bearbeiten. Dazu habe ich mir mal eine Seite kopiert, sodass ihr ein Beispiel mit Originalinhalten seht. Die Seite unter Gymnasium Bildungsgang ist dafür da, diverse wichtige Informationen darzustellen. Was genau wird in diesem Bildungsgang erwartet und was sind die Ziele? Momentan haben wir hier informativen Text und wichtige Downloads. Die Tabelle unten dran ist, da sie etwas komplexer ist als Bild eingefügt. Wenn wir jetzt aber hier noch weitere Informationen hinzufügen wollen, können wir das ganz einfach über das Bedienfeld ganz unten machen. Wir fügen jetzt mal ein Auflistungselement ein. Das Element besteht auf dieser Webseite immer aus einem Text mit wählbarer Hintergrundfarbe und einem Bild. Das Ganze kann man dann auch auf eine andere Inhaltsseite verlinken. Hier würde es jetzt noch Sinn machen, wenn man zu weiteren Informationen zum Gymnasium verweisen würde. Wir machen mal eine Verlinkung zu den Schwerpunktfächern und zu den Ergänzungsfächern. So könnte man zum Beispiel gewährleisten, dass der Benutzer gerade zu der nächsten wichtigen Information kommt, ohne dass er wieder über die Navigation gehen muss. So können ganz individuell Inhalte erstellt werden und beliebig ergänzt werden. Je nach Inhalt kann man ein passendes Element auswählen, das wir vorher zusammen in der Konzeption dieser Webseite festgelegt haben. Die Elemente sind auf die Gestaltung der Webseite abgestimmt und funktionieren in jeder Situation und an jeder Position. Braucht auch ihr eine individuell auf euch angepasste Webseite und möchtet auch komplexere Inhalte darstellen? Dann nehmt doch mit uns Kontakt auf für ein unverbindliches Beratungsgespräch. 3W. Zukunft digital.